oder? Oh, was ist das denn? Eine, ja, industrielle Arcade-Halle oder was? Das Tagebuch kann ich auch nicht gucken. Hier wohnt ein Erfinder wahrscheinlich, oder? Ah, ich muss schon sagen, hier unten. Ja, hey, da haben wir noch was liegen. Was ist das? Ein Turbo-Ether. Sehr schön. Sogar ein automatisiertes Bett. Was ist das denn? Ja, das ist ja einprogrammiert. Wird es etwa so sein, dass dann irgendwie mitten in der Nacht, wenn der, oder wenn er früh nicht aufstehen möchte, kriegt er irgendwie, fährt er so einen Handschuh aus, der ihn ins Gesicht schlägt oder was? Ist hier hinten irgendwas Schönes? Nee. Ja, komisch, dass ich hier trotzdem lang gehen kann. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal kurz so hin. Ifalna. Den Namen kennen wir doch. Ist das so? Die Mutter von Eris oder was? Ja, also Ifalna. Ist lange her, ne? So. Ah, hey, aufstehen, Opa, wach auf, wir haben Kunden. Ich kann das nicht. Oh Gott, ah, meine Windel. Oh, willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Organix. Organix, das ist der Freund von Asterix und Obelix oder was? 12.000 ist halt schon ziemlich teuer. Ja, komm. Wir machen das einfach mal. Hier, Mikrolaser von 39 auf 63. Das ist natürlich ziemlich der, ziemlich hammermäßig hier. So, rotes Megafon. Ach komm, ich gönn mir jetzt einfach mal. Dafür ist es da. Gut, da würde ich mal sagen, meine Leute ausrüsten hier, ne? So, Organix. Yes. Da passt jetzt auch wieder mehr rein. So, Verwandlung. Und Gegenangriff, wenn wir das nicht schon haben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist ja auch erstmal egal. Hauptsache, ich bin jetzt besser ausgerüstet. Kann noch mehr Schaden machen. Na, jetzt haben wir doch fast alle Formen durch, ja? Ist auch lustig, dass das silberne Megafon schwächer ist als das rote Megafon. Warum eigentlich? So. Und, ja. Barrett, du kriegst natürlich auch noch deine neue Waffe, ne? Den Mikrolaser. Dann habe ich nichts mehr für dich. Ja, war noch auf CT1. Aber habe ich recht gehabt jetzt, oder? Mit der Mutter? Ist denn die auch eine Zetra gewesen, oder? Ach, ich weiß es doch nicht. Also alles lange, lange her. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, weißt du? Nee, nicht! Ab da wird es ganz steil! Es ist gefährlich, bitte geh nicht. Ich geh trotzdem. Ich wollte nur nett sein. Wenn du stirbst, dann beschwer dich nicht bei mir, ne? Was zum. Was sind das für Leute da? Sieht nach Ärger aus. Oh. Da sind sie, schnell. Schön, dass wir sie nochmal so in der Aufnahme sehen. Ja. Ach, jetzt die beiden. Ach, ja, jetzt kommt sie wieder an den Rand hier. Die lassen mich aber auch nicht in Ruhe, oder? Ja. Cloud, uff, Schnauf. Oh. Ich lasse ihn nicht weitergehen. Na gut, er könnte einfach weiterlaufen. Ja, und was gibt's dort? Es ist ein G. Hi. Nis. Secret. Das verrate ich dir nicht. Du musst es schon aus mir rauskitzeln. Oh. Ist doch egal. Du hast ganz schön Nerven, meinen Boss aufzumischen. Du meinst den Boss Zeng? Das waren wir nicht. Das war Sephiroth. Nein. Mich kannst du nicht verarschen, Lügner. Ah, du suchst doch nur einen Grund, mich jetzt hier anzugreifen, gib's zu, ne? Das ist nur hier eine Prämisse, um mich anzugreifen. Nicht gelogen! Das war Sephiroth. Ach, tu bloß nicht so unschuldig. Das werde ich nie vergessen. Bisschen tragisch jetzt gerade. Ich meine, ich kann nichts dafür, wirklich. Also, ist das so unwahrscheinlich, die Idee, dass es Sephiroth war und nicht ich? Oh Mann. Na, dann greif doch an, komm. Zureden hilft wohl nicht. Ich muss es dir einprügeln. Also los, ich hole meine Peitsche raus. Nur du und ich. Ja, schon gut. Ich werde mit ihm fertig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was, ja? Oh Gott. Ja, hallo? Darf ich das erstmal zu Ende lesen? Warum? Warum hast du dich nicht geduckt? Den großen Gletscher packen die eh nicht. Bringen sie in ein Haus im Dorf unter. Was ist das jetzt? Elena ist eine Doofe. Ich mag die überhaupt nicht.
Mir ist das doch völlig sympathisch, also. Eine sehr ausgeglichene, nette Persönlichkeit, ne? Ich hab dir doch, das geht nicht. Ach, lass mich doch in Ruhe. Mensch, kloppt ihr noch weg. Ohne Karte und Snowboard geht's nicht. Also doch Snowboard. Muss ich ihm das doch klauen? Ist einfach nur dumm. Gut, aber wenigstens muss ich das Spiel nicht nochmal wiederholen. Ich klaue dir mal ein Snowboard, ist das okay? Ja, ist okay, oder? Ich hab mich am Snowboard verletzt und nun kann ich eine Weile nicht raus. Hey, gib dir mein Board. Ja, wow, das ging aber schnell. Sag Bescheid, wenn es klappt. Schlüsselobjekt Snowboard, na dann. Wollen wir mal nach unten boarden, ja, ne? Los geht's. Wir rennen, es dauert ein Weilchen, ne? Bis die Wolke mal sich in Gang gesetzt hat. Sei vorsichtig, ja, jetzt bist du nicht mehr böse zu mir. Oh Gott. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Oh nein. Okay, what? Achso, ich dachte, da liegt eine Robbe im Weg. Oh Gott, das steuert sich so furchtbar. Also, wundert euch nicht, wenn ich völlig verkacke hier, ne? Hey, ich habe einen Ballon gefunden. Immerhin. Boah, das... Ey, alles steuert sich, also... Oh Gott. Aber cool, dass man hier so ein kleines Minigame einbaut, auch wenn ich völlig verkacke, aber... Und tot. Ich kann das schlecht beschreiben, aber wenn der nicht so... Der reißt sich halt sehr, sehr langsam rum. Also man muss aber wahrscheinlich wirklich eine gewisse Geschwindigkeit halten. Und dann geht's, aber selbst dann funktioniert es nicht richtig. Oh Gott, das fühlt sich so schlimm an. Ich glaube, man muss das gespielt haben, um zu verstehen, wie schlecht sich das steuert. Ja, ich kann es ein bisschen abbremsen, aber... ja, ich weiß nicht. Ah, hier, ein paar... Mocks, oder wie die heißen, ne? Diese... Mock-Schneemänner. Also ich versuch's, ne? Also auch wenn das gerade nicht so aussieht. Oh Gott. Also das spiegelt mir gerade keine Information, ob ich hier eine gewisse Zeit schaffen muss. Oh Gott, das ist schlecht. Oh Gott. Los, Wolke. Mach dein Ding, du schaffst das. Oh Gottes Willen. Ja, da hinten, da. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Yay. Einfach geradeaus fahren. Nichts hält mich auf. So, wird ein Schuh draus. Yes, endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit hier. Wahnsinn. Wuhu! Oh, voll dagegen gerade. Ich glaube, das war's. Rückgrat gebrochen. Cloud war einmal. Das war's mit der Wolke. Juhu! Und juhu! Und weiter. Na komm, Cloud, du machst das wunderbar. Ich bin stolz auf dich so ein bisschen. Auch nur ein ganz bisschen. Na, komm ich überhaupt. Ich komme hier doch gar nicht durch, oder? Oh, jetzt sind überall noch natürlich überall Bäume, das ist. Ach du Scheiße! Ja, gleich den ganzen Baum gefällt! Alles gut, Wolke, du schaffst das. So, jetzt habe ich das arme Küken da umgefahren. Nee. Boah, ich krieg das nicht hin. Es ist nicht steuerbar. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier geht, aber... Sind wir auf dem Staudamm angelangt scheinbar oder irgendwas in der Richtung? Okay. Okay, dann gucken wir, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Das kann ich jetzt hier nicht beurteilen, aus dem Stegreif. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wirklich mit einem Zeitlimit verbunden irgendwie. Aber schön, dass wenigstens die ganzen Hindernisse sich auflösen, ne? Also. Oh, das war knapp.
Das war knapp. Okay, na klar, den riesigen Schneeball kann ich schon mal irgendwie aufhalten. Das juckt mich gar nicht. Juhu! Nochmal rechts lang. Ah, cool, also ich glaube echt, man hat in den anderen Teilen das gar nicht so eingebaut, also diese Minispiele. Zumindest in Teil 8 und 9. Also 8 kann ich nicht beurteilen, aber 9. Kann ich mich nur an so ein Kartenspiel erinnern, tatsächlich. Oh! Der Arme! Das ist so furchtbar. Ah, geht ganz schön lang, meine Güte. Also. Geht ganz schön lang, das Ding hier. Yay! Und man hat Cloud nie wieder gesehen. Es gibt bei der PS1 noch Schultertaste, wenn man die drückt, bekommt der besser um die Kurve. Keine Ahnung, was das für eine Taste am PC ist. Uff! Ich bin tot, das war's. Oder? Lebe ich noch? Wir haben es irgendwie geschafft. Ja, irgendwie ist gut. Geht's allen soweit gut? Nee, die sind tot, das war's. Na, oh, natürlich. Nicht so doll. Also, wo sind wir gelandet? Sieht aus, als wären wir ziemlich weit gesprungen. Schau dir doch mal die Karte an. Öffne sie einfach mit der W. Ist das kalt? Wir erfrieren, wenn wir uns noch lange hier aufhalten. Ja, mit der W. Mit was W? Also W-Taste geht nicht. Öffne sie mit der W. Toll. Was ist denn die W? Gerade alle Tasten durch, aber ja, toll, wow, also die Übersetzung immer öffnet sie wieder. Was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen? Also so jetzt jedes Mal die Karte raussuchen ist auch Quatsch, oder? Also Schlüsselobjekte. Nee, ich kann die ja nicht mal so auswählen, das geht gar nicht. Boah, lauf jetzt irgendwo lang. Naja, aber es bringt auch nichts. Also, ich muss die Taste finden. Jetzt irgendwie wahllos Tasten drücken, finde ich jetzt auch scheiße, ehrlich gesagt. Also. Ja, V öffnet das Menü. Das will ich ja nicht. Die W-Taste. Oh, Spiel, ey. Ich drücke gerade jede mögliche Taste, nichts funktioniert gerade. Ne? Ja, was ist die Wechseltaste? Bild auf, Bild runter. Aha, okay, da, ich hab's. Einfügen ist die Wechseltaste, das ist, ach. Da soll er noch durchblicken, so. Das soll mir jetzt irgendwas sagen, oder was? Toll. Na egal, kämpfen wir ein bisschen. Das passt schon. Boah, super. Oh! Die Waffen sehen schick aus. Sehr schick. So, ich laufe erstmal hier lang. Ich guck's mir trotzdem immer mal wieder an. Aber interessant, manchmal öffnet sich die Karte, manchmal nicht. Also. Die Karte ist sinnlos, ich verstehe sie bis heute nicht. Gut, da bin ich ja ganz beruhigt, also. Ich konnte sie übrigens gerade nicht öffnen, warum auch immer, ne? Also. Irgendwie scheint ein bisschen buggy zu sein. Ich habe jetzt gerade wieder die Wechseltaste gedrückt, aber irgendwie. Bender Snatch, warum heißen die denn Bender Snatch? Ich kenne Black Mirror Bender Snatch, das ist eigentlich ziemlich gut. Also, kann man sich mal geben, so dieses interaktive Film-Spielerlebnis. Ah, wie gesagt, ich kann die Karte gerade eh nicht öffnen. Also, komisch. Ich laufe weiter. Irgendwann komme ich schon raus hier. Ah. Oben rechts. Ich spüre oben rechts. Ich tu's. Ich glaube, da geht's lang.
Okay. Ganz ehrlich, ja, im Kreis laufe, aber ist so in Ordnung, also. Fetzer. Heilung. Ja, nee, nicht heilen hier. Ich meine, du kannst mich mal heilen, obwohl das gerade gar nicht notwendig ist. Fliegende Sichel. Naja. Ich glaube, das soll ich alles ganz gut durchhalten, ne? Das ist eines der Gebiete, die du noch sehr furchtbar fandest. Du hast gesagt, ja, neben dem Tempel der Alten, des alten Volkes, gab es noch irgendwie ein anderes Gebiet, was du schlecht fandest. Ist es das hier, oder? Das Schlimme sind es ja nicht wahrscheinlich. Boah, mittlerweile mache ich ordentlich Schaden, meine Fresse, also. Das haut schon gut rein, würde ich mal sagen, ne? So, Gewitter hat sich geupgradet, warum auch immer. Ah. Materia Zusatzschlag. Oh. Nice. Verwandlung Gegenangriff. Mit einem zusätzlichen Schlag. Oh, das mal hier. Geziff ist voll. Du kriegst mal Verwandlung. Oh ja, ich hatte das Gebiet, wenn man 1000% wie ich will, ist es der Hass. Okay, also ist es das doch. Hm. Das tut mir natürlich sehr leid für dich, ne? Also. Nicht 1000%, 100% so. Naja. Kann ich mir auch schon vorstellen, dass das sehr frustrierend ist, wenn man die Karte nicht mal irgendwie versteht. Ja, wahrscheinlich auch sehr lange hier rumlaufen, aber naja. Gefrorener Nagel. Was sind das für Übersetzungen, ey? Ja. Der einschüchternde Gegner, es ist der gefrorene Nagel. Habe Angst. Buh. So. Oh. Gut oder schlecht? Schnee, so man sehen kann. Ich passe was auf, wo ich hingehe. Ich werde hier ein Zeichen aufstellen und dann losgehen. Zeichen aufstellen ist okay. Ach du liebes Bisschen. Ach du liebes Bisschen. Ich habe mir aber mittlerweile eine Strategie aufgeschrieben. Mein schlauen Buch, wo die besten Routen drin steht. Ah. Ja, wir laufen einmal wahllos durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich stelle irgendwelche Nupsis auf. Jetzt bin ich wieder hier. Habe ich angefangen, glaube ich. Ah, die verschwinden wieder. Das ist ja scheiße. Die bleiben wenigstens für immer und ewig. Oh! Oh, oh, oh. Das sieht doch gut aus. Oder? Sieht das gut aus? Materie alle. Oh, das ist gut. Das können wir noch bei irgendjemandem ausrüsten. Erde alle. Behandlung. Nebenwirkung. Raub alle. Kann man Raub alle machen? Alle ausrauben? Das wird auch nicht so gut. Materia. Boah. Blitz alle. Hitze alle. Und Zerstörung. Das hier. Analyse nimmst du raus, nimmst du Archive dafür. Die Zeichen sind dafür da, um zu sehen, wo du wegen... Boah, was? Die Zeichen sind dafür da, um zu sehen, wo du bist wegen der Richtung. Ja, das dachte ich mir schon, dass sie dafür da sind, aber ich dachte nicht, dass sie dann noch verschwinden. Deswegen, das war jetzt ein bisschen überraschend. Oh, ich laufe einfach. Schönes irgendwann kommt man ja an, ne? Hoffentlich. Ich weiß nicht mal, was ich suche. Das ist es halt gerade. Sephiroth, warum hast du mir nicht ein GPS mitgegeben, oder? Bist du wenigstens verwanzt oder sowas, dass wir dich finden können? Oh. Ein Lesser Loplot. Was auch immer das sein soll.
Lawine. Lass mich in Ruhe. Oh, 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 oh. Oh, die sieht stark aus, die Attacke. Ah. Die sah eindrucksvoller aus, als er eigentlich war. Und der Gegner sieht auch schlimmer aus, als er letztendlich war. Naja.